Liebe Brüder und Schwestern, heute bei der Morgenbetrachtung, als ich die 4 Adventskerzen angezündet habe, da kam mir der Gedanke, ja, eigentlich bezeichnen doch diese 4 Adventskerzen unsere 4 Lebensabschnitte. Nicht nur diese 4 Adventswochen als Vorbereitung auf das Kommen Jesu, sondern unsere 4 Lebensabschnitte. Und immer begleiten also diese 4 Lebensabschnitte diese frohe Botschaft: Du bist nicht allein, der Herr ist mit dir. So hören wir es heute im Evangelium, wie der Engel Gabriel zu einem jungen Mädchen von 12 oder 13 Jahren zu Maria sagt: Der Herr ist mit dir. Also im ersten Lebensabschnitt: Der Herr ist mit dir. Und in der ersten Lesung hören wir, wie der Prophet Nathan zu einem alten Greis, zum alten David sagt: Der Herr ist mit dir. Ja, und das Schöne ist, immer dann, wenn wir wie David, wie Maria unser Ja sagen: Sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, zünden wir diese Kerze in unserem Leben an. Schauen wir kurz auf den ersten Lebensabschnitt. Er ist geprägt von der Kinder- und Jugendzeit. Wir lernen, wir wachsen, wir lernen andere Menschen kennen. Das ist eigentlich eine schöne Zeit, die Jugendzeit. Und doch ist auch sie geprägt von Enttäuschungen, Verletzungen. Denke an Besuche, gerade auch wo wir Kinder, Jugendliche jetzt getroffen haben. Wie viele Enttäuschungen sehe ich da auch bei manchen Jugendlichen, gerade in dieser Covid-19-Zeit. Keine Party, kein Treffen mit anderen Freunden. Ja, auch hier in dieser Jugendzeit gibt es schwere Enttäuschungen, Verletzungen. Und auch dürfen auch wir gerade in der Jugendzeit immer wieder unsere Kerze anzünden und sagen: Ja, Herr, ich weiß, ich bin nicht allein. Mit dir, mit deiner Hilfe werde ich diese schwere Zeit durchstehen. Dann die zweite Kerze, der zweite Lebensabschnitt, ist ja geprägt vom Beginn des Berufslebens, von der Gründung einer Familie, vom Hausbau. Wir können eigentlich sagen, es ist geprägt von sehr viel Stress, sehr viel Sorgen, von diesem Aktivismus, der nicht viel Zeit lässt für unser eigenes Wohl und geschweige denn kaum Zeit lässt für Gott. Und trotzdem dürfen wir gerade dann, auch wenn wir wenig Zeit haben, auch wenig Zeit haben fürs Gebet, immer wieder auch unsere Kerze anzünden und sagen: Ja, Herr, auch in dieser schweren Zeit des Lebens, zweiten Lebensabschnitts, sind wir nicht allein. Bist du da? Es darf Licht werden, auch in dieser zweiten Lebensabschnittszeit. Und dann kommt die dritte Kerze, der Blick auf den dritten Lebensabschnitt. Ich muss sagen, da ist mir eigentlich am schwersten gefallen, heute nachzudenken über diesen dritten Lebensabschnitt, weil ich mich selber in diesem Lebensabschnitt befinde. Ja, für Frauen ist es die Zeit der Wechseljahre. Die Sturm- und Drangzeit der Jugend ist vorbei. Die Schönheit lässt nach, die Lebenskraft lässt nach. Ich habe es gemerkt, als ich mit Bruder Michael gesagt habe: Jetzt machen wir mal gemeinsam so einen Lauf, Jogging. Ja, von wegen gemeinsam, von gemeinsam kann gar nicht die Rede sein, weil wenn man mit einem 25-jährigen Jüngeren einen Lauf macht, der ist ganz schnell weg und man sieht ihn nur noch von hinten. Also man merkt, diese dritte Lebensabschnitt hat es auch so in sich. Ich sage, die Lebenskraft lässt nach, die Schönheit verschwindet nach und nach. Wir beginnen vielleicht mehr nach dem Sinn zu fragen: Ja, was hat das alles für einen Sinn, wenn ich nicht mehr die Kraft habe wie ein Jugendlicher oder nicht mehr die Schönheit? Gerade dann ist es so wichtig, diese Kerze im dritten Lebensabschnitt anzuzünden und Ja zu sagen. Ja, Herr, sag auch jetzt Ja, du bist da. Auch wenn manches nicht mehr so schön, so einfach ist, wenn manche Träume vergangen sind, ohne dass sie sich erfüllt haben. Oder dann auch die Zeit des Loslassens für die Eltern, wenn die Kinder nach und nach das Haus verlassen. Ja, dürfen diese Kerze anzünden und sagen: Ja, Jesus, mit dir hat mein Leben auch jetzt einen tiefen Sinn.
und dürfen seine Stimme hören, die uns hinein sagt in diese Zeit: Geh weiter, mach weiter, ich führe dich. Ja, und dann kommt der vierte Lebensabschnitt, die vierte Kerze, die dann die älteren Menschen anzünden. Sicher geprägt diese Zeit vom Loslassen des Berufs, wenn man in die Rente geht, den wohlverdienten Ruhestand. Es ist aber auch oft geprägt von Gebrechen und Krankheiten, wie der alte Ludwig mit 90 Jahren damals ein Bruder Alois gesagt hat, wenn die Leute kommen und sagen, ja, Hauptsache gesund sein, wünschte Gesundheit. Und dann sagte der alte Ludwig von Tenneberg zum Bruder Alois, ja, weißt du, das sind schöne Wünsche, aber in meinem Alter, da gilt das nicht mehr. Da kommen die Krankheiten und sie bleiben. Und so ist es leider im Alter. Ja, die Gebrechen, die Krankheiten, dann auch das Abschiednehmen von lieben Menschen, die einem durch den Tod genommen werden. Gerade dann ist es auch wichtig, immer wieder zu spüren, ich bin nicht allein. Auch jetzt in diesem allerletzten Lebensabschnitt ist Jesus bei mir. Und sogar, wie der Nathan zum David gesagt hat, dürfen gerade die alten Menschen hören, das Beste ist noch gar nicht vorbei. Das Beste wartet noch auf dich. Wir hören heute vom Thron, von der Herrschaft, die der Erzengel Gabriel über Jesus sagt, aber nicht zur Lebzeiten, sondern nach dieser Lebzeit im Himmel. Wenn wir in der Liebe gereift sind, wenn der Liebe zueinander gewachsen sind, dann wartet mit uns allen dieser Thron im Himmel, wenn wir mit Jesus herrschen dürfen. Ja, wir dürfen mit Jesus herrschen. Das heißt, mit Jesus dienen, in der Liebe dienen. Was wir jetzt noch nicht wissen, was es bedeutet. Wir werden uns freuen, wenn wir das Allerbeste dann eines Tages nach unserem Tod erfahren dürfen. Wenn wir erfahren, wie Jesus mit dem Schlüssel Davids, also mit seiner Macht, den Himmel aufschließt und uns für immer aus dem Todesschatten befreit, so will ich beenden mit diesem schönen O-Antiphon des heutigen Tages, die zu diesen Texten dazu passt. Du Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand schließt, du schließt und niemand öffnet. Komm und befreie die Gefangenen, die im Kerker sitzen, in Finsternis und im Schatten des Todes. Amen.